So, willkommen zurück, meine lieben Drachlinge. Im letzten Part sind wir hier nach Shinjuku gekommen und haben mit den drei Leuten, die wir halt hier gesehen haben, der war bis jetzt so ein Miho, die ja jetzt hier aus Tokio wegzieht, also mit den drei Leuten geredet. Miho, die Barbesitzerin, zieht aus Tokio weg. Daiso geht jetzt zu seinem Bruder und hilft ihm bei seinem Stand. Und hier der Lagermitarbeiter, der hat jetzt eine Beförderung gekriegt. Okay. Da, für all diese ganzen Sachen, da waren halt die drei guten Sachen, die passieren. Weil wir die guten Ratschläge den Leuten gegeben haben, hatten wir Aschefens bekommen. Wir hätten denen auch irgendwas Schlechtes sagen können. So, nun geht's. Die Kanalisation. Vielleicht das Finale, vielleicht kommt noch ein Part, ich weiß es nicht. Ja, mach die beiden Dinger weg und geh rein. Hallo. Was ein bisschen. Geh einfach rein, Ayami. So, ist hier noch irgendwas? Ne, Katze haben wir, glaube ich, hier schon mitgenommen. Gut, gespeichert. Ne? Die machen wir hier hinten. Ah ja, mir darf es auch werden. Ja. Runter. Das erste Mal, als ich da runtergegangen bin, war ich so verwirrt, dass ich direkt runtergesprungen bin. Ohne nachzudenken. Mach ich das schon wieder? Hä? Springst du jetzt wieder? Du sollst doch runterklettern. Nicht runterspringen. Bist du bescheuert? Wir sehen vielleicht heute zum letzten Mal ein Gemisch. Du kannst das Let's Play auch sehen. Aber vielleicht auch nicht, vielleicht kommt noch ein Part. Ich weiß es nicht, wie ich mich schneide. So, da sind wir auch schon wieder. Gespeichert hast du? Dankeschön. Als ich Kazukis Körper fand, trug er die Maske. Das hat ihn dazu gebracht, sie zu tragen, genauso wie sie es mit mir gemacht hat. Nach all dem Untergang, was durch was sie selbst gegangen ist, hat sie es irgendwie getan. Kann ich ihr wirklich verzeihen? Wir werden sehen, was für Möglichkeiten wir haben. Gehen runter. Jedes Mal wird es schwer sein. Es ist nicht mehr das Nachjagen eines strukturlosen Schattenwurfs. Rainer ist da unten. Und ich kann mich fühlen, mich irgendwie von ihr angezogen werden. Boss time. Rainer!
Wo bist du denn? Hier, diese scheiß Rätsel. Ich will das jetzt nicht nochmal machen, ey. Einfach durch. Bitte. Wir können jetzt auch nichts an den Sachen mehr machen. Da ist schon ein bisschen Blut dran. Oder rote Phase oder was auch immer. Die öffne ich wieder. Bist du auch da oben? Aha. Wow. Sind wir denn jetzt gegangen? Noch unter Eiern. Alter, das hat doch keinen. Ja. Mädchen. Lauf mal schneller. Weiter runter. Wieder dahin, damit du rein. Und nicht so langsam gehst. Ah, hier ist keine Katze mehr, oder? Nee, ich sehe keine Katze mehr. Ich glaube, wir haben wirklich ein paar Katzen verpasst. Ein Stück oder so, keine Ahnung. Ich habe gesehen, irgendwo im Auge Haare sollten auch Katzen sein, aber ich habe keine gefunden. Ja. Wir gehen tiefer. So, ziemlich düsig hier unten. Hängt da einer? Das sieht komisch aus, auf jeden Fall. Das war ein Rohr, keine Ahnung. Tief, dass sie runter geht, ey. Noch tiefer. Ey. Speicher. Wo sind wir? Achso, da. Boah, hier sieht man gar nichts. Vorne hin, ah, okay, da ist noch eine Katze. Dann habe ich wohl im Aokigahara ein paar Sachen verkauft. Ich weiß nicht, was ich da alle hatte. Oder Aokigahara, da war glaube ich ein oder zwei Sachen, die ich verpasst habe. Das ist ein Ding. Noch tiefer, ja. Wie viel ist das? Was ist das? Keine Ahnung. Das ist schon zweite, dritte. Müsste jetzt der vierte Stockwerk in der Tiefe sein. Ja. Warum nicht? Komm, Ayami, rein. Ayami, Ito.
Das denn? Weitergehen da? Ja. Irgendwelche Träger, die den Tunnel jetzt zusammenhalten. Und ins fünfte Stockwerk in der Höhe. Jo. Und ich hoffe, wir sind jetzt bald beim Bossraum. Haben wollen. Er speichert. Wie tief denn noch? Spiel. Ayami jetzt rennen. Ins sechste Stockwerk der Tiefe. Hey. Als ich runterging, fühlte ich die Präsenz von jemand anderem. Die Dunkelheit wachte auf und begann zu schaudern. Als wenn sie mit stillen Geräuschen oder was gefühlt wäre. Und ich fühlte taube Traurigkeit, die aus meinem Körper kam. Der Eindruck, den ich in diesem Ort hatte, war familiär und ich wusste, warum. Deiner. Die Lassa. Wie ein verlorenes kleines Mädchen. Selbst wenn sie dort eine lange Zeit gewesen ist und nicht mehr wüsste, wo sie hingehen sollte. Da war kein Kampf mehr in ihrem Körper. Kein Grund mehr, sie rauszufahren. In diesem Ort waren wir abfahren. Konfrontation jetzt machen wir. Wir machen beim nächsten Mal. Ich mach's spannend.